Hallo miteinander. Manchmal ist es halt so, dass auch ein Stuhl, und zwar einen sehr guten, wie zum Beispiel der Hakabiska, den ich hier gerade bei mir auf dem Bänkchen drauf habe, einfach nicht mehr ganz so tut, wie er sollte. Das heisst zum Beispiel, die Gasfeder ist langsam durch, sich rosen beim oben runterfahren, die Rädchen rollen nicht mehr richtig und auch ganz wichtig, der Sitzbezug ist nach 5 Jahren Dursitzen oder 6 Jahren Dursitzen irgendwann halt mal durch. Und das tun wir heute ändern. Das heisst, wir gehen das austauschen. Die Rückenlehne ist noch in Ordnung, dort ist alles tiptop, aber das Sitzpolster ist schon recht durchgesessen. Und für das haben wir verschiedene Teile hier. Also, ich zeige euch die gerade mal. Wir haben einerseits einen neuen Sitzbezug, den wir aufs Polster drauf tun, damit es auch wieder schön und neu aussieht. Dann haben wir eine neue Schaumstoffküsse, neue Rädchen. Eine neue Gasfeder natürlich, die gibt es in 3 verschiedenen Höhen. Und um das Ganze miteinander auseinanderzunehmen, brauchen wir verschiedene Tools. Als erstes tun wir mal die Rädchen wechseln. Die gehen ganz einfach, ziehen sie einfach hier raus. Es kann sein, dass nach 5 Jahren oder nach 6 Jahren die Rädchen schon ziemlich gut drin haben. Und dann nachher ist es etwas strenger, um die wieder loszuwerden. In dem Fall einfach ein bisschen Geduld und es kommt alles gut. So, dann haben wir die hier draußen und dann die neuen Rädchen einfach wieder reindrücken. Ins Fußkreuz rein. Voilà. Und das letzte noch. Und schon ist das vollbracht. Als nächstes werden wir die Gasfedern auswechseln. Ich nehme hier am liebsten immer das spezielle Gerät hier, das es gibt, damit man die Gasfeder mal aus dem Stuhl rausbringt. Das klemmt man hier zwischendurch ein und hält ein paar Mal einfach auf Mechanik oben runter. Voilà. Und schon ist das draussen und ich kann die Gasfeder rausnehmen. Damit die ganz einfach rauskommt, tue ich sie hier an meinen Locker in den Amboss einspannen mit einem Holzblöckchen. Und dann haue ich einfach hier oben drauf. Voilà! Und die Gasfeder, die jetzt schon langsam ein bisschen lädelt und kroset, ist jetzt kaputt und durch. Die rühren wir fort. Die neue stecken wir einfach hier drauf. So, stellen das mal auf die Seite. Dann als nächstes tun wir die Rückenlehne weg, damit wir auch wirklich schön ans Polster herkommen. Jeder Hakabiska-Stuhl hat unter dem Sitz den Imbusschlüssel, den es braucht, damit man hier die Schraube lösen kann. So. Und schon ist die Rückenlehne frei von der Sitzfläche. Als nächstes nehmen wir hier das Sitzpolster weg. Am besten einen Blütschraubenzieher. Und jetzt hat es hier unten 2 Schrauben, die ich lösen kann. Einfach kurz lösen, nicht zu weit rauf. So, und schon kommt das Polster hier weg. Und jetzt kann ich da das einfach aushängen an diesen verschiedenen Ecken. Das letzte. Und jetzt ist das ausgehängt. Jetzt kann man das einfach da drüber rein wegziehen. Und wie ihr seht, ist das schon ein Unterschied von diesen 2 Farben. Das ist das Neue und das ist das Alte. Das ist so richtig speckig langsam, weil es richtig abgesessen wurde und natürlich auch entsprechend schon Feuchtigkeit drin hat. Das schiessen wir fort. Und das Sitzpolster hat auch einen kleinen Unterschied, wie ihr das hier seht. Das heisst, das ist nigelnagelneu und das ist 5 oder 6 Jahre alt. Also es ist halt nicht mehr ganz gleich. Das Material hat sich auch ein bisschen verändert und durch die Feuchtigkeit ist es natürlich sehr, sehr gelb geworden. Und jetzt können wir einfach die ganze Sache hier aufklappen. Und schon ist es eigentlich getroffen. Wir haben das neue Sitzpolster. Und dann schön einfassen, dass es auch wirklich überall hat. Wichtig ist, dass es schön sitzt. Dass es wirklich am richtigen Ort ist. So, und dann würde ich bei vorne anfangen. Es hat hier so kleine Löchli und schauen, dass die Schnur durch ist.
und dann das hier unten einhänge. So, oder? Jetzt kann man hier richtig schön dran ziehen. Und wie ihr seht, kommt jetzt das Polster prima drüber rein. Jetzt kann ich hier schnell rundherum und mit dem Schraubenzieher wieder anziehen. Und auf der anderen Seite richtig ziehen. So. Und schon sitzt das Polster wieder so wie es sollte. Was ich jetzt aber mache, eigentlich wären die Bänder hier unter der Mechanik dran, aber um die wegzunehmen, das ist extrem mühsam, das würde ich niemandem empfehlen. Ich mache hier an meinen Knopf rein. Voilà. Und schon sieht es wieder anständig aus, so wie es muss sein. Jetzt setzen wir den ganzen Stuhl wieder zusammen. Als erstes kommt die Rückenlehne wieder dran. Die stecken wir einfach hier rein. Die Schrauben, wie ihr das schon kennt, vom Capisco zusammen machen. Wirklich wichtig, dass ihr hier ganz anziehend, also wirklich fest, sonst wackelt nachher die ganze Rückenlehne. Gut. Imbusschlüssel wieder unten rein. Zack. Und das war es eigentlich schon. So, noch das Federchen. Weil das mein persönlicher Stuhl ist, muss er nicht sonderlich schön aussehen. Darum habe ich einfach irgendeine Gasfeder genommen, die ich hier gerade am Lager hatte. Und setze den wieder drauf. Wichtig, dass er hier wieder ein bisschen Druck gibt, damit er richtig hebt. In meinem Fall, weil es eine höhere Gasfeder ist, habe ich hier noch so einen Gasring. So, zack. Und fertig ist der Capisco. Schieben wir schnell den Tisch auf die Seite. Damit ihr auch seht, wie er jetzt hier aussieht. Also, alles wieder wie neu. Und das Sitzgefühl ist gerade viel besser. Ich habe wieder richtig Druck auf der Sitzfläche drauf, das ist viel angenehmer zum Sitzen, als wenn es so gummiweich ist, dann spürt man den Unterbau. Also nach 5 Jahren oder nach 6 Jahren würde ich gut und gerne mal Sitzpolster wechseln, damit man einfach wieder richtig und gesund kann hocken. Ich fühle mich jetzt top darauf und freue mich auf dem weiter zu arbeiten, das so habt ihr gerade noch ein paar Jahre länger. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag beim gesund arbeiten und wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr einfach auf solergo.ch gehen und schreibt mir ein E-Mail oder besucht mich auf Facebook unter facebook.com/solergo.ch. Ich freue mich auf euer Feedback und wenn ihr mehr wissen wollt, kommt doch einfach bei mir vielleicht in die Ausstellung vorbei oder bestellt euch den Superstuhl einfach im Online-Shop. Danke bis dann und tschüss.